Nun ist es endlich Zeit, einem Kaiser ein Video zu widmen, den ich gleichzeitig mag und hasse. Selten war ich so hin und her gerissen über eine historische Figur wie über den berühmten Kaiser Konstantin. Aber warum bin ich so unentschlossen? Immerhin war er Konstantin der Große, der Kaiser, der den Weg für das Christentum ebnete, der Kaiser, der Konstantinopel gründete, der Kaiser, der das Fundament für ein tausendjähriges christliches Reich legen würde. Warum zögere ich dann immer noch, ihn den Großen zu nennen, und warum empfinde ich dann immer noch in gewisser Weise Groll gegen ihn? Konstantin wurde im Jahr 277 nach Christus in der großen Stadt Naissus geboren. Ja, genau das Naissus, das wir in einem früheren Video erwähnt haben, das 171 Jahre später von den Hunnen geplündert und brutal verwüstet wurde. Er wuchs in der Zeit von Diokletian und seiner Tetrarchie auf. Jetzt gab es vier Kaiser, zwei Seniorkaiser namens August und zwei Juniorkaiser namens Caesars oder Kaisers. Konstantin Vater Constantius wurde 293 zum Caesar ernannt und sollte die westlichsten Provinzen des riesigen römischen Reiches regieren, das laut der Tetrarchie nun in vier Teile aufgeteilt worden war. Aber wie wir wissen, war dieses System instabil. Und sobald Diokletian im Jahr 305 nach Christus als Augustus zurückgetreten war, brach der Bürgerkrieg aus. Denn so lösten die Römer normalerweise ihre Probleme. Aber im Jahr 306 starb Constantius an einer Krankheit und hinterließ seinen Sohn Konstantin als einzigen Erben, den er in seinem letzten sterbenden Wunsch zum Augustus ernannte. Konstantin wurde dann im Jahr 306 nach Christus von seinen Truppen in York zum Kaiser des Westens ausgerufen. Er befehligte nun die größten römischen Armeen und trieb die Pikten prompt über die Mauer von Hadrian hinaus, wodurch Vereinigtes Königreich vor diesem brutalen nördlichen Stamm gesichert wurde. Die Franken fielen 306 in Gallien ein, was Konstantin veranlasste, Vereinigtes Königreich zu verlassen und die Franken über den Rhein zurückzudrängen. Er residierte in Augusta Treverorum, dem heutigen Trier, das zu dieser Zeit die Hauptstadt des westlichsten Teils des Reiches war. Er ließ einige prächtige Gebäude in Augusta Treverorum errichten, wie Bäder und eine große Basilika, die auch heute noch in perfektem Zustand ist. Bitte liken und abonnieren Sie, um keine Videos zur faszinierenden Ära des späten Römischen Reiches zu verpassen. Denn ich möchte, dass dies der detaillierteste Kanal auf YouTube über den Untergang des Römischen Reiches ist. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit auf Patreon oder durch eine YouTube-Mitgliedschaft, da die Dauerhaftigkeit dieses Kanals stark von Ihrer Hilfe abhängt. YouTube ist bei einem Nischenthema wie dem späten Römischen Reich nicht großzügig und die Werbeeinnahmen aus den Videos sind sehr niedrig. Für langfristige Nachhaltigkeit brauche ich Ihre finanzielle Unterstützung über Patreon oder YouTube-Mitgliedschaft, so ungern ich das auch sage. Majorian würde Ihnen danken, seinen namensgebenden Kanal zu unterstützen. In der Zwischenzeit wurde Maxentius in Italien im Jahr 306 zum Caesar ausgerufen und ich habe ausführlich über ihn und seine großartigen Bauprojekte in Rom in diesem Video hier gesprochen. Um die Bindungen zu Maxentius zu stärken, heiratete Konstantin Maxentius' Schwester Fausta, die Tochter des ehemaligen Seniorkaisers Maximian, des Vaters von Maxentius. Er führte im Jahr 310 eine Kampagne gegen die Franken durch und mischte sich nicht in die Angelegenheiten um Maxentius in Italien ein, der es schaffte, zwei Versuche von Severus und Galerius abzuwehren. Die beide versuchten, Maxentius in Rom zu belagern, aber beide Armeen liefen massenhaft zu Maxentius über wegen der kaiserlichen Autorität seines Vaters Maximian. Maxentius und sein Vater gerieten in Streit, nachdem Maximian versucht hatte, seinen Sohn Maxentius abzusetzen. So war Maximian aus Rom zum Hof von Konstantin nach Augusta Treverorum geflohen. Aber während Konstantin gegen die Franken kämpfte, hatte Maximian eine Rebellion inszeniert und den Titel des Kaisers beansprucht. Aber im Grunde wollte ihm niemand folgen, da alle Konstantin treu waren. Konstantin kehrte nach Kenntnisnahme der Rebellion nach Gallien zurück. Maximian floh, wurde aber gefangen genommen und dann von Konstantin zum Selbstmord getrieben. Obwohl Maxentius sich nicht wirklich mit seinem Vater verstand, war er dennoch über den Tod seines Vaters verärgert und gab Konstantin die Schuld an seinem Tod. Obwohl Maximian tatsächlich die Rebellion gegen Konstantin begonnen hatte. Dies führte zum berühmten Bruch zwischen Maxentius und Konstantin
Und so würde Konstantin nicht lange danach mit einer 40.000 Mann starken Armee auf Rom marschieren. Laut Legende hatte er nicht weit von Rom entfernt eine Vision, in der er ein Kreuz am Himmel sah mit der Inschrift »In hoc signo vinces«, »In diesem Zeichen wirst du siegen«. Er befahl sofort allen seinen Truppen, das Chiro-Zeichen auf ihre Schilde zu malen. Am 28. Oktober des Jahres 312 traf er dann außerhalb von Rom auf die Armee von Maxentius an der Milvischen Brücke. Diese Schlacht verdient ein eigenes Video. Und wie wir wissen, hat Konstantin gewonnen. Hier würden wir bereits den brutalen Charakter von Konstantin bezeugen. Er ließ den Körper von Maxentius durchsuchen, ließ ihm den Kopf abschneiden und auf eine Lanze stecken, die er dann am folgenden Tag, Bei, einem römischen Triumphzug durch die Stadt tragen würde. Darüber hinaus ließ er eine Damnatio Memoriae durchführen, bei der alle Erwähnungen von Maxentius gelöscht wurden. Beachten Sie, dass er die ganze Zeit über noch mit Fausta verheiratet war, der Schwester von Maxentius, den er getötet hatte, und der Tochter von Maximian, der durch Konstantin zum Selbstmord getrieben wurde. In Rom beendete er die massiven Bauten, die von Maxentius begonnen wurden, insbesondere die Basilika von Maxentius, aber er baute auch die Thermen von Konstantin und die Basilika von St. Peter. Er neigte nun immer mehr zum Christentum. In den folgenden Jahren gab es natürlich wieder Bürgerkrieg, wie so oft im Römischen Reich. Und Konstantin führte Feldzug gegen den oströmischen Kaiser Licinius. Wir müssen in einem anderen Video über Licinius und diesen Bürgerkrieg sprechen. Aber Licinius wurde 324 besiegt. Konstantin versprach Licinius, ihn am Leben zu lassen. Aber ein Jahr später ließ er ihn 325 wegen Anschuldigungen gegen Konstantin zu intrigieren, trotzdem töten. Seltsamerweise war Konstantins Halbschwester mit Licinius verheiratet, was wiederum zeigt, dass er nicht die freundlichste Person war. Dann zurück in Rom nach der Niederlage von Licinius wurden immer mehr heidnische Senatoren feindselig gegenüber Konstantin, weil er nun offen Christen für hochrangige Ämter gegenüber Heiden bevorzugte. Rom war zu dieser Zeit immer noch überwiegend heidnisch und daher lehnten viele Senatoren auch seine Kirchenbauaktivitäten ab. Es wird daher angenommen, dass Konstantin Konstantinopel an der Stelle der alten griechischen Stadt Byzanz gründete, um eine christliche Stadt schaffen zu können. Und Rom war noch nicht bereit, eine christliche Hauptstadt zu sein. So wurde Konstantinopel im Jahr 324 gegründet und im Jahr 330 geweiht, als es offiziell den Namen Konstantinopel Stadt des Konstantin erhielt. Aber es wurde zu dieser Zeit auch manchmal Nova Roma genannt, das neue Rom. Ich habe in diesem Video hier ausführlich darüber gesprochen, wie Konstantinopel um 540 nach Christus ausgesehen haben muss. Aber ich werde noch viele weitere Videos zur Stadtgeschichte dieser großartigen Stadt machen. Und es ist besonders interessant, wie Konstantinopel sich von teilweise noch heidnisch im Jahr 324 bis komplett christlich um 400 nach Christus verwandelt hat. Im Jahr 326, während Konstantinopel gebaut wurde, zeigte Konstantin sich wieder von seiner brutalsten Seite. Er ließ seinen Sohn Crispus und seine Frau Fausta beide hinrichten. Die Gründe für diese grausame Tat sind unbekannt, obwohl Theorien von einer Affäre bis zu anderen seltsameren Theorien reichen, die sicherlich auch einer separaten Untersuchung würdig sind. Also sehen wir schon hier, warum ich so zwiegespalten über Konstantin bin. Einerseits war er ein fähiger Kaiser und General. Aber andererseits konnte er ein rücksichtsloser Mörder sein, der Maximian zum Selbstmord trieb, Maxentius' Kopf durch Rom paradierte, Licinius tötete, mit dem seine eigene Halbschwester verheiratet war, und seine eigene Frau und seinen Sohn tötete. Nicht wirklich die christliche Art, Probleme zu lösen, wage ich zu sagen. Und dann ist da auch noch die Frage der Verlagerung der Machtbasis nach Osten. Einerseits kann es als genialer Schachzug gesehen werden, den Osten zu stärken und eine neue Hauptstadt zu schaffen, die das Fundament eines tausendjährigen Reiches sein würde, das den Westen überleben würde. Andererseits war diese Verschiebung nach Osten sehr zum Nachteil des Westens. Rom wurde nicht nur als alte Hauptstadt aufgegeben, sondern Konstantin plünderte die Stadt sogar um viele ihrer Statuen und Reichtümer, um seine neue Hauptstadt im Osten zu schmücken. Er schwächte den Westen als Machtbasis des alten Reiches, während er den Osten stärkte. Genau diese Verschiebung nach Osten sollte nur 150 Jahre später
das Verhängnis für das westliche Reich bedeuten. Natürlich verdiente Konstantin im Osten zweifellos den Namen der Große. Er legte den Grundstein für das Oströmische Reich, das fast 1000 Jahre länger bestehen sollte, nachdem der Westen gefallen war. Aber für den alten heidnischen Westen, für Rom, würde sich dieser Schritt als katastrophal erweisen, da das westliche Reich die ärmeren Provinzen und die geografisch schlechtere Position bekommen würde. Wir haben die Gründe für das Überleben des Oströmischen Reiches im Vergleich zum westlichen Teil in diesem Video hier diskutiert. Es war also Konstantins Entscheidung, die Machtbasis des Reiches nach Konstantinopel zu verlagern, die den Grundstein für den Untergang des westlichen Reiches und für die Stärkung und anschließende Überleben des Ostens legen würde. Man könnte sagen, dass das Überleben des Ostens auf dem Tod des Westens aufgebaut war, besonders wenn man bedenkt, dass es später das östliche Reich war, das öfter als der Westen Dinge durcheinander brachte, wobei der Westen den Preis zahlen musste, wie zum Beispiel in 378, 395, 447 oder 468, um nur einige Beispiele zu nennen. Ich habe all diese Punkte im Video besprochen. Daher bin ich zutiefst hin und her gerissen über Konstantin. Einerseits sein böser Charakter, aber andererseits sein militärischer Erfolg gegen die Pikten und die Franken, dann die Gründung eines tausendjährigen Reiches. Aber andererseits wurde dies auf der Schwächung des Westens aufgebaut. Dann beendete er die Verfolgungen gegen Christen, was sehr willkommen war. Aber dann begünstigte er das Christentum in einem solchen Maße, dass es das Verderben für die alten Traditionen bedeutete, auf denen Rom gegründet wurde. Daher verdient Konstantin für einige den Namen der Große, aber für einige andere war er sicherlich nicht groß. Um mehr über seine Stadt Konstantinopel zu erfahren, sehen Sie sich dieses Video in der oberen rechten Ecke an. Für den Vergleich zwischen Konstantinopel und Rom sehen Sie das andere Video unten rechts. Ich danke allen Freunden der römischen Geschichte. Danke, Freunde des Römischen Reiches, und auf Wiedersehen.